Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir jetzt machen, sind Matches. Das ist so ähnlich wie Switch Case, nur mächtiger, also deutlich mächtiger sogar. Und ja, was wir jetzt hier machen können damit, ist folgendes: Wir können uns eine Methode zum Beispiel schreiben. Doch, warum nicht? Wir schreiben uns dazu eine Methode und sagen hier def match. Okay, match it. Ja, und wir bekommen hier ein x vom Typ int. So. Und jetzt geben wir hier ein String zurück, zum Beispiel. Oder ein char. Nee, ein char ist noch besser. Ein char, ein char, ein char. So. Und jetzt sagen wir hier einfach ist gleich. Und dann sagen wir x on match. Und dann geschweifte Klammer auf und wieder geschweifte Klammer zu, die es mir nicht automatisch erstellt hat, ausnahmsweise mal. So. Und sagen hier, okay, Case, wenn wir 1 haben, wollen wir ein A zurück. Ne, wenn wir 0 haben, wollen wir ein A zurück haben. Wenn wir. Na, warum rückst du das denn ein? Wenn wir eine 1 haben, wollen wir ein B haben. Und so weiter und so fort. So. Und diese Funktion hier können wir jetzt aufrufen. Was ist das? So. Ist mir doch die Klammer erstellt. Okay. Diese Funktion können wir jetzt hier drin aufrufen. Wir können einfach sagen, println match it. Okay, match it. So. Und jetzt geben wir hier einfach mal eine 1 ein. Und was wir jetzt zurückbekommen, ist ein B. Denn wir haben hier gesagt, wenn unser x 1 ist, dann wird es auf B gematcht. Und das ist das Coole dran. Wir können hier tatsächlich schon den Rückgabetyp direkt machen damit. Was noch viel cooler dran ist, das muss nicht unbedingt vom Typ Integer sein, sondern wir können hier einfach alles Mögliche auf einmal matchen. Das heißt, wir benutzen diese Klasse Any, die oberste Klasse von allen, also ähnlich wie Object in Java. Und wir sagen hier einfach, okay, wenn wir eine 0 kriegen, also ein Integer, dann geben wir ein A zurück. Aber sagen wir mal, wir kriegen ein A, dann geben wir eine 0 zurück. Warum auch nicht? Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Und wenn wir eine 2 kriegen, dann machen wir was komplett Bescheuertes und sagen 2. So, und jetzt können wir hier machen, was wir wollen. Wir können hier auch eine 2 eingeben. Und wir kriegen 2 zurück. Das heißt, wir kriegen hier einfach irgendeinen Datentyp zurück. Wir können hier aber auch noch sagen Case 3. Oder nee, wir können sagen Case 2. Und dann kriegen wir hier wieder die 2 zurück. Das heißt, wir können hier auch noch einen String reingeben. Das heißt, wir können hin und her konvertieren, wie wir gerade Lust haben, mit diesen Matches. Und ja, wir können sogar zwischen Klassen matchen. Und das ist eben was, was sehr, sehr selten ist und wirklich kompliziert, glaube ich, war zum Schreiben. Wir können hier einfach sagen, Case x vom Typ int, dann Scala.int zum Beispiel. Jetzt gebe ich mal hier diese 2 wieder ein. Ich mache das mal hier raus. So. Und jetzt geben wir hier eben Scala.int zurück. Also das heißt, wir haben geguckt, ist x vom Typ Integer, dann kriegen wir hier die Klasse quasi zurück, wo der Integer gespeichert ist. Das ist jetzt einfach da, wo er gespeichert ist. Und wir können auch noch einen Default Case angeben. Das macht man normalerweise einfach, indem man sagt Case Bodenstrich. Das bedeutet, wir nehmen alles, was wir vorne dran nicht abgedeckt haben. Das nennt sich dann noch Pattern Matching. Und sagen, okay, dann geben wir halt Nothing Found zurück. Und ja, wenn wir hier irgendwas machen, was wir ASDF, was wir noch nicht abgefangen haben, dann sagen wir einfach Nothing Found. Also dieser Bodenstrich steht für alles, was wir noch nicht gefunden haben. Achtung, wenn ihr den Bodenstrich gleich als erstes bringt, dann wird er immer ausgeführt. Das heißt, ihr kommt niemals weiter runter. Und
Ja, hier können wir tatsächlich sogar den Typ von irgendwas matchen. Also ziemlich mächtiges Werkzeug, dieses Match, und wartet nur darauf, dass ihr das weiterhin benutzt. Ja, ich bin erstmal durch mit den Scala-Videos, die ich bisher gemacht habe. Mal gucken, ob ich noch was finde, was ihr noch nicht könnt. Und ansonsten würde ich euch raten, einfach mal ein bisschen damit rumzuprogrammieren und ein bisschen Spaß zu haben. Gut, ja, dann macht's gut und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.